Ja, moin, hallo. Ich stelle gerade fest, dass ich auf jeden Fall ein neues Foto brauche, das ist schon ein bisschen outdated. Mein Name ist Oliver Queck, ich würde euch gerne heute mal Oris vorstellen. Das ist eine Lösung, mit der wir glauben, dass wir der Bauindustrie weiterhelfen können im Bereich Digitalisierung und auch natürlich im Bereich Nachhaltigkeit. Wie wir alle wissen, Straßenbau ist ein sehr materialintensives Gewerk. Ungefähr 25% aller Baustoffe fließen in den Straßenbau, erzeugen ungefähr 60% der Kosten im Straßenbau selber und erzeugen 85% der CO2-Emissionen. Und wir denken, dass wir hier auf jeden Fall eine Lösung finden können, wie wir es besser machen können, wie wir auch mehr das Material selber in den Fokus rücken können für den Straßenbau, um eben nachhaltiger Rohstoffbeschaffung zu betreiben. Und zwar haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir hier als ein Kommunikationspunkt dienen wollen zwischen den Ingenieurbüros, zwischen den Planungsbehörden, aber natürlich auch den Materiallieferanten selber und besonders natürlich dem Bauunternehmen als ausführenden Unternehmen an der Stelle. Und wir wollen die Kommunikationssilos zwischen den einzelnen Segmenten aufbrechen, um vor allem auch in der Zeit des demografischen Wandels, wo immer mehr Fachkräfte wegfallen, auch die Prozesse in der Planung selber zu beschleunigen und auch in der Beschaffung. Ich habe Ihnen jetzt hier mal so einen kurzen Ausschnitt aus dem Projekt mitgebracht. Also was kann Oris? Oris ist in der Lage, anhand der Parameter, die ich selber als Behörde, als Planer festlege, wie zum Beispiel die Bauklasse, Verkehrsbelastung, wie sich die Verkehrsbelastung entwickelt in den nächsten Jahren und anhand an aller gültigen und gängigen technischen Lieferbedingungen, Normen, Regelwerke, ist Oris in der Lage, anhand der Lieferwerke im Umkreis verschiedene Designaufbauten für einen Straßenbaukörper vorzuschlagen. Und dabei berücksichtigt das System selber vollautomatisch den CO2-Fußabdruck, der in den verschiedenen Designvarianten entsteht, unter anderem natürlich durch das Produkt selber, durch den Transport, aber auch durch den Einbau. Das ist ein zertifiziertes CO2-Werkzeug. Aber auch das Thema Dauerhaftigkeit, also wie wirkt sich im Prinzip ein unterschiedlicher Aufbau auf die Dauerhaftigkeit des Körpers auf, aber auch, wie wirkt sich zum Beispiel der CO2-Fußabdruck über die gesamte Lebenszeit der Straße aus. Also nicht nur im Prinzip in dem Moment, wo ich das Ding einbaue, sondern eben auch, wie läuft es über die nächsten 50 Jahre mit Sanierung und so weiter und so fort. Und zusätzlich spielt auch ein ganz entscheidender Faktor, gerade in den Zeiten der Rohstoffknappheit, natürlich der Verbrauch natürlicher Rohstoffe. Und auch der Verbrauch von recycelten Materialien, was immer mehr ein wichtigeres Thema wird. Es stehen ja zum Beispiel Primärrohstoffsteuer im Raum, all solche Thematiken. Und dadurch werden wir viel mehr Fokus in den nächsten Jahren natürlich auch auf den recycelten Materialien haben. Sie sehen hier mal so einen klassischen Aufbau in verschiedenen Varianten, wo ich eben die einzelnen Asphaltbinder, Tragschichten, Deckschichten drin habe, aber auch die Schotter-Tragschichten-Materialien immer genauso dimensioniert, wie es die geltenden Regeln und Normen festlegen an der Stelle. Und ich kann jetzt wirklich direkt alles miteinander vergleichen und habe das erste Mal eine richtige Transparenz und vor allem auch die Möglichkeit, Designvarianten zu sehen, die wirklich anhand der vor Ort verfügbaren Materialien möglich sind und nicht im Prinzip nur rein in der Theorie. Wir sehen hier dann im Prinzip den Überblick über die vier Segmente, die wir haben. Wir haben eine grobe Budgetabschätzung anhand von marktüblichen Preisen. Wir haben den CO2-Fußabdruck in den einzelnen Varianten gegeneinander gestellt, aber eben auch den Verbrauch der Rohstoffe und auch das Thema Dauerhaftigkeit. Was wir auch mitbringen, und das ist, glaube ich, besonders für die Materiallieferanten und Bauunternehmen interessant, ist das Thema Beschaffung. Wir haben ca. 4.300 Lieferwerke im System enthalten. Das deckt ungefähr 90-95% aller Lieferwerke für Beton, Gesteinskörnung und Asphalt ab. Und hier ist man als Bauunternehmen sehr schnell in der Lage zu sehen, in der Nähe meines, ich kann mein Projekt im Prinzip einrichten, kann sagen, ich brauche meine Schotter-Tragschicht in der Größe, nach der Norm, und das System findet automatisch Lieferwerke im Umkreis, macht sichtbar, wie die Transportdistanzen sind, wie der CO2-Fußabdruck für die gesamte Liefermenge ist an der Stelle. Und ich kann über Oris halt direkt Kontakt zu dem Materiallieferanten herstellen als Bauunternehmen in wenigen Klicks und kann dann im Prinzip außerhalb von Oris in die Preisverhandlung gehen. Also hier schalten wir uns ganz klar raus. Das ist nicht unser Thema. Wir wollen lediglich hier die Kommunikation und den Kontakt beschleunigen. Und weiter haben wir natürlich noch andere Lösungen mit drin, unter anderem eine Leistungsverzeichnisanalyse, wo wir Gap-Dateien im Prinzip nehmen können und wirklich auch
auf die einzelnen Produkte ausfiltern können, sodass wir tausende von Positionen innerhalb von wenigen Sekunden analysieren können, in eine CSV-Datei übertragen und dann im Prinzip ins Kalkulationswerkzeug bringen. Wir haben zusätzlich die Anbindung zu Ausschreibungssystemen mit drin, sodass ich wirklich meinen gesamten Beschaffungsprozess in Oris abbilden kann. Und aktuell sind wir auch dran, das ganze Thema Stoffstrommanagement mit einem Partnerunternehmen zu betrachten. Also wie kann ich im Prinzip von einer Baustelle sinnvoll Material in anderen Baustellen nutzen oder aber eben auch über Oris für andere Unternehmen zur Verfügung stellen. Und gerade das Thema Betonrecycling wird in den nächsten Jahren noch deutlich wichtiger werden. Und genau diese Themen adressieren wir einfach jetzt auch mit Oris an der Stelle. Ja, ich bin durch.